Wir bleiben jetzt noch eine Nacht im Krankenhaus und schauen, dass alles weiterhin in Ordnung ist, so wie es bisher aussieht. Können wir aber dann jederzeit eigentlich nach Hause gehen. Ist alles sehr reibungslos gelaufen und die Hebammen haben auch gesagt, es ging relativ zügig. Wir haben einen guten Kader, auch wenn der ein oder andere verletzt ist, können wir immer noch gute Leute nachbesetzen und da müssen wir uns definitiv nicht verstecken.